Einen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde eines freien Irans. Ich freue mich, dass ich an diesem Abend zu Ihnen sprechen darf, denn wir erinnern uns ja heute, und zwar gemeinsam, an den landesweiten Bürgeraufstand vom November 2019 im Iran. Er hat die ganze Welt überrascht und das war ein Höhepunkt einer ganzen Reihe von Bürgerprotesten seit den Aufständen von Anfang 2018. Wir wissen alle, dass darauf das iranische Regime mit einer Verschärfung der Unterdrückung und einem verstärkten Terror geantwortet hat. Als ich am 30. Juni 2018 zusammen mit mehreren geschätzten Kollegen aus Deutschland an der Versammlung Freier Iran in der Nähe von Paris teilnehmen konnte, da war mein Herz voller Freude. Denn Zehntausende Iraner und Hunderte von Politikern und Persönlichkeiten aus aller Welt feierten dort den iranischen Widerstand in der Hoffnung, dass die Tage des Mullah-Regimes gezählt sind. Die gewählte Präsidentin Maryam Rajavi, die gerade zu uns gesprochen hat, und ihre Vision eines zukünftigen Iran, in dem Freiheit, Demokratie, Gleichberechtigung und Menschenrechte für jeden Iraner eine Chance zum Leben geben, frei seinen Weg wählen zu können, hat uns alle mit Hoffnung und Freude erfüllt. Wir waren so euphorisch, denn zum Jahreswechsel 2018 hat es ja schon große Proteste im ganzen Land gegeben, die einmalig waren. Und diese landesweiten Proteste forderten nicht nur zum ersten Mal lautstark ein Ende des gesamten Regimes, sondern sie waren durch die Bürgergruppen des iranischen Widerstandes im Inland gut organisiert. So gut, dass selbst der oberste Führer des Regimes, Ali Khamenei, zugeben musste, dass die Volksmujahedin im Iran schon lange kein Grüppchen oder ein Kult mehr waren, wie es die Propaganda der Regierung jahrelang der Welt weismachen wollte, sondern dass sie unterdessen eine organisierte und von vielen Iranern unterstützte Widerstandsbewegung sind, welche die Fundamente des Regimes ins Wackeln bringt. Denn das Regime mit seiner üblichen Brutalität musste auf diese Proteste reagieren. Anstatt die Sorgen der Iraner ernst zu nehmen, hat sie uns mit weiterem Terror überrascht. Es liegt in der Natur dieses Regimes, dass es für seine gravierenden Fehler wie das wirtschaftliche Missmanagement und die Korruption, die für den eigentlichen Ausbruch der Proteste die Initialzündung waren, nicht selbst die Verantwortung übernimmt, sondern sich stattdessen Schuldige sucht und die absurden Schuldzuweisungen der von außen gesteuerten Proteste dafür verantwortlich macht. Zeitgleich aber im Land jeden Dissidenten zu Tode foltert, erschießt oder hinrichten lässt, nur weil er sein Recht auf Meinungsfreiheit wahrnimmt. Dass jedoch der Arm dieses Terrors des Regimes an diesem Tage bis in das tiefste Herz Europas greifen würde, das hat mich doch sehr erschüttert. Kurz nach dem Ende der Veranstaltung sickerte eine Meldung durch, dass ein iranischer Diplomat aus Wien, man höre ein Diplomat mit Namen Assadollah Assadi, eine Bombe an ein belgisch-iranisches Paar übergeben hatte, welches diese auf der Veranstaltung des NWRI, wo wir versammelt waren, in Paris zünden sollte. Und ich denke, Sie verstehen sehr gut, dass man, wenn man selber im Fadenkreuz dieser terroristischen Bedrohung steht, das alles noch intensiver wahrnimmt. Ich saß an diesem Tage in der Reihe hinter der Präsidentin, der wahrscheinlich dieser Anschlag zuerst gegolten hätte. Und ich danke heute noch den Sicherheitsbehörden aus Frankreich, Belgien und Deutschland, dass ich an diesem Tag nicht zu Tode kam, weil sie entschlossen handelten und eine Katastrophe verhinderten. Wer einmal selbst miterlebt hatte, wie viele Menschen in Vilipinte, dem Ort der Konferenz, auf engstem Raum zusammensitzen, wie viele tausende Menschen das sind, der kann nur erahnen, welches Blutvergießen und welches Chaos dieser Anschlag, wenn er gelungen wäre, angerichtet hätte. Und dieser in der Nähe von Paris verbrachte Tag hat uns viele Dinge vor Augen geführt. Zum einen wird Paris, wie jede Stadt in Europa, nicht nur vom islamischen Terrorismus nach IS oder Al-Qaida bedroht, sondern der iranische Staatsterrorismus gehört zu derselben Seite der Medaille. Und seine Netzwerke sind sogar die Botschaften. Die sind Tarnvereine, Schläferzellen und sogenannte Kultureinrichtungen in vielen Ländern. Die sind jederzeit in der Lage, ein Sicherheitsrisiko für die Menschen in diesen Ländern zu schaffen. Zum anderen hat uns dieser Tag auch deutlich gemacht, warum Europa endlich eine andere Politik gegen den Iran durchsetzen muss. Es geht bei der Beseitigung der religiösen Diktatur im Iran durch das Volk und seinen legitimen Widerstand nicht nur um das Wohl des Irans
oder das Wohl der Menschen im Mittleren Osten, sondern es geht um das Wohl aller Europäer. Denn nicht nur die iranischen Dissidenten werden vom Regime bedroht, Deutsche, die sich für den iranischen Widerstand engagieren, Bürger mit doppelter Staatsangehörigkeit, die sich für die Menschenrechte engagieren, Verteidiger des Staates, Israel, Anwälte, alle, die die terroristischen Machenschaften des Regimes aufdecken, sie können ebenso zum Ziel werden wie jeder, der sich in irgendeiner Form dem iranischen Regime in den Weg stellt oder wer den Ruf, den es verbreiten will, aufdeckt. Wir Deutschen haben eine lange Geschichte der Tyrannei und des Terrorismus hinter uns. Wir haben von den Terroranschlägen links- und rechtsextremer Gruppen erfahren müssen, wie gefährlich politischer Extremismus ist. Wir haben auch in Berlin bei dem Anschlag am Breitscheidplatz und auch im Restaurant Mykonos erfahren müssen, welche reale Gefahr durch islamistische Extremisten erzeugt werden kann. Teheran und seine Mullahs sind die Paten des Terrorismus in aller Welt. Sie müssen genauso entschlossen gestoppt werden wie Al-Qaida und der IS, denn sind die Zellen, die Wurzeln, das Fundament dieses internationalen Terrorismus. Assadi nutzte die diplomatische Tarnung für sein Vorhaben und zeigte die Verwicklung von iranischen Botschaften in Terrorhandlungen in unseren Ländern. Sie dürfen wir nicht tatenlos hinnehmen, wenn wir nicht zum Schluss diesen Kampf gegen uns selber richten. Es bedarf einer harten und entschiedenen Reaktion. Wenn sich die Botschaften und die diplomatischen Vertretungen in den Dienst des Terrors stellen oder genommen werden, dann müssen sie geschlossen werden. Und dann muss man es brandmarken und den Regierungen dieser Terrorstaaten eindeutig erklären, wo unsere Grenzen sind. Deutschland hat viele Jahre lang den Fehler gemacht, meiner Meinung nach, auf eine Verhaltensänderung des Mullah-Regimes zu bauen. Diese Politik ist gescheitert. Der Teheran hat all die Konzessionen und das blinde Auge gegenüber den Menschenrechtsverletzungen sowie seine erfolgreichen Erpressungsversuche gegen Europa nur als ein grünes Licht zur weiteren Niederschlagung Terrorismus sowie zur Folter und Hinrichtung in iranischen Gefängnissen angesehen. Insofern müssen wir uns fragen, ob wir dieses Leid nicht auch ein bisschen mitverschuldet haben. Und wir müssen alles tun, damit endlich Schluss ist. Wir werden unsere Bürger und die iranischen Dissidenten auf Dauer nur schützen können, wenn wir endlich an der Seite des iranischen Volkes stehen, glaubhaft stehen und es mit aller Kraft in seinem Anliegen des Widerstandes gegen die religiöse Diktatur unterstützen. Nur so werden wir eine Wiederholung der Ereignisse vom 30. Juni 2018 in Paris ein für alle Mal beenden können und verhindern können, dass sich irgendwo in der Welt, auch in unserer Nähe, Gleiches abspielt. Ich danke Ihnen.